die Frage, die mich brennend interessiert, natürlich. Moment. So, jetzt würde ich mal gerne versuchen, wie wir hier mit dem Schalldämpfer klarkommen. Ob wir mit dem Schalldämpfer klarkommen. Und mich interessiert natürlich dieses Dingelchen da, wo man sich ja irgendwie auch dann da wohl nach oben bewegen kann. Wir sollen aber dahin. Ich meine, ich könnte... habe ich das Gefühl, dass ich trotzdem genauer zielen und schießen kann mit dem Bogen. Was mit der Knarre? Ich gehe mal ein bisschen näher ran. So, und jetzt seht ihr hier links oben, ne? Jetzt ist da noch keiner. Ja, da kommen sie erst. Moment, war das jetzt nur für einen Schuss? Oder muss man das für jeden Schuss einzeln machen? Das wäre ja furchtbar. Okay. Oder habe ich gerade noch am falschen Knopf gedrückt? So, dann müssten wir ja eigentlich mal ein bisschen näher an die Jungs ran. Ja, okay, wir müssen die Feinde aber erstmal ausradieren hier tatsächlich. Zumindest die in der unmittelbaren Nähe und dann schauen wir mal, ob wir speichern können, bevor wir dann da hinten hochgehen. Ich würde das dann auch ungern jetzt alles nochmal machen müssen. Ja, manchmal ist es blöd. Ich denke, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und wenn ich mir das so angucke, hier, es scheint noch unglaublich viel zu sein, was sich über den Bäumen abzuspielen hat. Und jetzt beißt uns ein Piranha oder ein Alligator in den Arsch. Na, was blinkt denn da hinten schon wieder Feines? Eieiei, ich bin doch so leicht abzulenken von... Geräuschen, Farben, blinkenden Lichtern. Oh, Ding ist gut. Da blinkt auch was. Hier liegen allerdings auch tote Viecher rum, also. So, mein erster Impuls wäre jetzt zurück zum Lager. Eigentlich, ne? Um da mal zu gucken, kommen wir da jetzt klar. Wenn ich weiß genau, was hier zu tun ist, ne? Wenn ich da den Balken wegziehe, dann stürzt das alles um. Ne, hier geht's irgendwie nach oben, also. Moment. Das irritiert mich total. Ich sehe es überall blinken. Hier unten blinkt es, irgendwo da oben blinkt es. Ich will jetzt wissen, was das Geblinke ist. Wahrscheinlich nur ein Geocache.
Okay, Lara will nicht hupfen. Wo ich das Gefühl habe, dass hier irgendwie von elementarer Wichtigkeit sein kann. Okay, okay, okay. Aber ich würde jetzt wirklich mal zurück zum Lager. Also zu dem, was wir gerade gesehen haben. Das Unsichere, um zu gucken, ob das jetzt funktioniert. Und dann würde ich mich erst hier ein bisschen genauer umschauen wollen. Ja, okay, das ist wieder so eine typische Tür, ne? Wie lässt sie sich fallen? Achso, genau, unten klettern können wir auch. Ach, da ist er. Ich hoffe, das mit dem Camp funktioniert jetzt auch. Zumindest ist das Feuer an, ne? Zack, zack. Na, wundervoll. Wundervoll. So, damit haben wir auch gleichzeitig gespeichert, glaube ich. Wups. So, und das bedeutet, jetzt können wir uns hier so ein bisschen genauer umschauen und rumtoben und, ne? Erstmal hier Informationen. Los geht's. Krieger der Sturmwache, wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen. Und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Okidoki. Manche Briefe sind hier überhaupt nicht merkwürdig, ne? So, Pfeile. Ja, ich muss sagen, ich bin aber mit der Knarre jetzt auch einigermaßen zufrieden. Na, hier mit dem schallgedämpften Schalldämpfer. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir hier weiter klarkommen, beziehungsweise wo es jetzt hingeht. Hier sind so viele, ja, Dinge. Ich könnte ja auch mal die Dingens hier aufmachen. Muss mir jetzt angeblich alles angezeigt werden. Was haben wir da? Da ist dann die Schatzkarte. Ach so, ja, Moment, die haben wir ja doch ganz am Anfang gefunden gehabt, oder? Da sind wir doch hergekommen, oder war das hier? Ach nee, Moment, jetzt verstehe ich. Hier haben wir vorhin gestartet, also hier sind wir los. Dann habe ich da noch einen vorgefunden, nee, oder? Doch, das muss der Weg sein, wo wir gestartet sind. Also sind wir hier so rum, hier ins Wasser. Da haben wir dann, ne, im Grab haben wir dann die Karte gefunden. Ja, hier ist jetzt unser Lager, hier ist das Häuschen, wo wir gerade die Info gefunden haben. Wir könnten einfach mal nochmal zurückgehen, ein Stückchen, da liegt nämlich noch was. Ja, und da drüben natürlich auch, ne. Bevor wir dann, ja, da müssen wir hin, ne. Okay, okay. Einmal kurz zurück in die Pampa. Oh, was, schon dran vorbei? Oder die meinen... Ja, genau. Okay, wir müssen irgendwie nach oben. Aber jetzt, wo wir den Speicherpunkt haben, werde ich mich da mal versuchen, so ein bisschen drum zu kümmern. Wir machen das jetzt einfach mal. Na, Moment. War schon richtig. Okay, das hat uns nichts gebracht. Schafft das nur irgendwie so eine Verbindung oder man weiß es nicht so genau. Klar.
Was machen wir nicht alles für so einen einsamen, albernen Pilz? Ja, okay, ich will jetzt auch nicht so lange rumirren eigentlich. Ich reiß jetzt die Hütte ab. Komm, Lara Leinchen, mach für dich. Ja, so kommen wir hier irgendwie nach oben. Hupsala, oder auch nicht, oder? Oder nicht? Oder komm, mal schauen. Bin mir nicht sicher, wofür das gut ist. So, von hier aus würde ich sagen... Ist das hier nicht so ein festen Binder? Muss ja von hier irgendwie weiterkommen, ne? Ich sehe überall diese Geocaches, aber trotzdem... Das hat irgendwie alles nicht. Ich bin verwirrt. Das war doch so, ne? Das ist falsch. Normaler Pfeil. Mittlere Maustaste mit dem Seil. Ja, jetzt macht's es. Ich werde irre. Ich werde irre. Okay. Was? Das war nicht mein Plan. Ich hatte gerade mehr daran gedacht, dass man sich hier wahrscheinlich fallen lassen muss. Genau, um hier dran zu kommen. Da drüben kann das sein, dass ich da einfach zurückhupsen muss einmal. Ja, ich übe noch, also nur falls ihr euch wundert, was ich hier, ne, verdammt nochmal treibe. Das ist alles nicht so einfach. Ne, ich sehe, dass man da drüben noch hin kann, beziehungsweise hin muss. Da wird man wahrscheinlich hier hinten rum irgendwie dann den Wasserfall runterrutschen, an diesem Stein klimmern. Aber das würde wiederum nicht erklären, wie man von hier aus da drüben diesen Geocache kriegt. Und ich muss leider sagen, ich interessiere mich höllisch dafür, wie man diesen Geocache kriegt. Komm, lass dich fahren. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ja, und dann diesen hier irgendwie so. Ah, okay. Muss man ja wissen, muss man ja wissen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das gehört alles zusammen und jetzt stellt sich so ein bisschen heraus. Ne, das scheint alles irgendwie kleinere einzelne Dinger zu sein. Also Rätsel in sich. So, alles klar. Den Freunden der leichten Unterhaltung da rüben jetzt zu nahe zu kommen, hupse ich einfach dann mal hier hin. Okay, das
scheint nicht zu funktionieren. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Oh, verdammt. Was? Mach, nein, mach sowas nicht. Okay, aber zumindest kriegen mich die Hunde hier nicht, ne? Habt ihr euch auch schon mal manchmal hier so gedacht in dem Spiel, ne? Wie geil eine Granate wäre? Au. Cool. Scheinbar habe ich es geschafft. Okay, dann sind die auch kaputt. Klack. So, ich werde trotzdem dann erstmal da reinhupsen. Ja, aber hätte ich auch mit rechnen können. Also, dass die den Schuss dann hören. Ja, das war trotzdem Doofheit und ärgert mich ein bisschen. Ja, genau wie ich dachte. Ja. Und faun. Und faun. Nochmal, nochmal. Warum kriege ich das nie hin? Ich wusste doch, ich weiß doch, was zu tun ist. Und trotzdem fehlt dann irgendwie das nötige Timing. Oh Moment, ich kann ja auch so hier hochklettern. Wollen wir mal. So, wups, springen, E drücken. Hat wieder nicht erreicht. Ja, und auch wenn es wahrscheinlich nur für diesen Geocache ist, ich will es haben. Ich will es einfach haben. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Ich lasse euch jetzt hier 2 Stunden zugucken. Na, guck. Was? Ja, fast in die falsche Richtung gesprungen, ey. Ich glaube nicht. So. Und auch diesen Geocache haben wir. Wundervoll. Ich habe das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Und rein in die Suppe. Wups. Einmal kurz zurück in unser Lager. Dann haben wir ja immer noch das hier, ne? Wir haben immer noch das hier. So, da oben geht's irgendwie hoch. Da ist noch ein Seil. Hier ist noch irgendwie irgendwas. Das werden wir uns... Ich hatte jetzt, wie gesagt, so ein bisschen der Forscher dran gepackt. Also werden wir uns vielleicht tatsächlich mal alles angucken. Moment. Habe ich vorhin nicht so gesehen. Ich versuche es einfach mal hier. Okay. Schöne Sache. Das ist zumindest eine Art Erfolgserlebnis. So, wir kommen da rüber und hier kann ich dann... Ja, damit wird es schwierig. Damit ebenfalls. Ach, okay, hier ist jetzt auch das... Ja, okay, der Schatz, den haben wir doch gesucht.
Ein antiker chinesischer Dolch, wahrscheinlich ungefähr aus dem Jahre 100. Wie lange stranden Schiffe schon auf dieser Insel? Na, scheinbar. So, hier können wir dann auch eine Schnüre ziehen, um wieder nach unten zu kommen. Kling und Klang. Funk. So, ich bin mir zwar nicht genau sicher, wofür wir das jetzt bräuchten, aber ist ja egal. So. Nee, jetzt habe ich zumindest so mal wieder das Gefühl, irgendwie was teilweise abgeschlossen zu haben. Okay.